weil noch vor ein paar Jahren die Algorithmen so eingestellt waren, dass sie Interessierten grundsätzlich immer noch mehr von dem empfohlen haben, was sie zumindest einmal interessiert hat. So kam es zur Expansion. Das ist jetzt anders, umgekehrt und bleibt anders. Und was jetzt noch groß übrig bleibt, das gute alte Gespräch. Die Menschen müssen selber zum Algorithmus werden. Ohne Gespräch bleibt die Spaltung. Für Systemkritik ist im Internet vielleicht irgendwann in nicht ferner Zukunft gar kein Platz mehr. Und viele Leute sind auch gar nicht so viel im Internet oder nutzen es ganz anders. Das Internet ist auch nur eine Bühne. Besser man verlernt es nicht, mit Menschen von Angesicht zu Angesicht zu reden, auch über schwierige, strittige Themen. Denn nur so könnten eines Tages alle Leute über alle Argumente und Sichtweisen im Bilde sein. Bitte, lieber Gott, hilf uns allen, ins Gespräch zu kommen, sonst haben wir noch unser Leben lang die lachenden Dritten am Hals, die zu Recht über uns lachen. Und hilf uns, das narzisstische Bedürfnis, sich über jemanden zu stellen, anderswo als in der Politik zu befriedigen. Oder hilf uns, ganz darüber hinauszukommen. Und hilf uns, die viel zu absoluten Standpunkte als Grundlage der Uneinigkeit zu erkennen. Hilf uns zu erkennen, dass wir mit Spott und Beleidigungen nur selber das System einzementieren. Hilf uns aus dem Labyrinth der Abwege und leite uns zur Vernunft und zum normalen Gespräch. Ohne diese weiter zu erwähnen, verweise ich allgemein darauf, dass es immer Opportunisten gibt, die zum Beispiel die der Politik in die Karten spielende pauschale Stigmatisierung von Protestgruppen dankbar aufgreifen, um ihr Fähnchen in den Wind zu hängen. Es ist aber eben nur eine pauschale Stigmatisierung mit abstoßenden Adjektiven, bei der es offensichtlich nur darum geht, eine inhaltliche Debatte mit allen Mitteln zu vermeiden. Die Opportunisten freuen sich dann über jedes neue Adjektiv und gleichzeitig kann ich bei aller Vernunft auch sagen, dass charakterlose Opportunisten möglicherweise die einzige Gruppe sind, mit der es sich nicht lohnt, überhaupt noch zu reden. Hier wird man so gut wie immer lediglich vorgeschobene Argumente zu hören kriegen. Auch das ist nichts als Zeitverschwendung. Nur mit allen anderen sollte man immer das Gespräch suchen und wo immer es möglich ist, im Dialog bleiben. Bitte, lieber Gott, hilf uns, dass wir nicht die Opportunisten und die anderweitig Befangenen mit normalen Gesprächspartnern verwechseln.